Na Leute, ich grüße euch nochmal für ein neues Video. Saarland TV. Ich bin heute in Völklinge. Ich habe mich ein bisschen umgucke. Ich denke, das Video gefällt euch. Und los geht's. Also was man da so sieht, da so direkt hinter dem Zaun, Vordergrund, das sieht wohl so aus, als wäre das irgendwie nur ein Hall gewesen. Ja, da sieht man halt nur noch das Blanke, ne? Halt der Rohbau. Ja, das soll jetzt auch noch ein Betrieb sein. Neben dran steht fast die gleich. Sehe ich euch auch gleich im Bild. Ja, daneben ist noch ein Session, hier gesagt in der Mitte. Hat mal einen riesen Durchbruch gemacht. Wozu? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Da vorne, das ist der Hauptingang, so wie das an dem anderen ist, wo noch das riesige Tor dran ist. Ja, das sind ja die Betriebshalle, andere Perspektive. Jetzt mal der Treppe aufliegt komplett. Ja, so führt er noch die Treppe hoch, hier in das Gebäude. Ja, da sieht man noch Mega-Ventilatoren, Wahnsinnsgeräte. Ja, da sind auch noch ziemlich fette Rohre. Ja, da sind ebenfalls noch mal ziemlich dicke, fette Rohre. Eins geht auch in der Luft die Mitte. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was so eine Rohroase ist. Das ist der absolute Hammer. Und da sehe ich gerade von der anderen Seite von dem Gebäude. Das ist auch noch ein Ventilator. Zur Zeit bewegt er sich durch die Luft. Ganz langsam. So, wenn ich da richtig leihe, ist das, glaube ich, der Wasserturm. Und die Völklinger Hütte. Das ist auch irgendwie ein ganz gigantischer Bau. Ja, so sieht man mal das Ganze mal von oben. Das ist wirklich ein wunderschöner Bau. Aber da sind Arbeiten im Gange. Vordergrund sind die Container. Und das Ganze wird restauriert. Also, jetzt ist noch Kaffee am Start. Das Amusen, kleines Päuschen. Ohne Kaffee geht nichts. Ja, das sind noch ebenfalls noch Werksanlagen von der Hütte. Ist Wahnsinn. Nehmen wir mal kurz die Kamera. Und das ist so ein kleiner Elektromotor. Und zwar steht noch der Name drauf vom Hersteller von BBC. Das ist auch natürlich so ein riesiges Teil. Wahnsinn. Und das ist eine Schlackenpfanne. Steht sogar noch Arbeit drauf. Ja, das ist doch die Lokomotive, wo praktisch die Pfanne dran hängt. Arbeitsvorstellungen, in fast allen Nachrichten hat man das gehört.
Pizzeria gibt. So, und jetzt doch nur ein bisschen Kaffee zur Stärke. Also was wir so sehen, ist die Handwerkergasse der Völklinger Hütte. Da steht noch tatsächlich ein Boot. Ultra geil dieses Teil. Das war noch nur an der Handwerkergasse. Ja, da kann man lesen, Handwerkergasse, und unten drunter steht so Französisch. Genial. Was ihr da seht, ist das Völklinger Rathaus, das ehemalige, das alte Rathaus Völklinger. Sieht hier wirklich gigantisch aus. Wahnsinn. Das ist das Eingangsportal vom ehemaligen Rathaus in Völklinger. Das ist die andere Seite. Mit dem Rathaus. Ist wunderschön. Das ist der Turm vom Rathaus. Also ich gehe mal davon aus, dass dieses Gebäude so in den 50er Jahren gebaut worden ist. Wenn das jemand weiß, haut bitte in die Kommentare. So, das Gebäude, wie ihr da seht, das war die ehemalige Röschlingbank. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt haben wir Rundgang durch Völklinger und ein bisschen durch die Stadt. So, wie immer, bleibt fit, munter und gesund und haut rein.